Mein Name ist Florian Rampelt, ich bin stellvertretender Leiter der Geschäftsstelle des Hochschulforums Digitalisierung, die beim Stifterverband in Berlin angesiedelt ist und dort eben auch für den Bereich der Strategieberatung zuständig. Und meine Kollegin vom CHE kann sich sicherlich auch selbst vorstellen. Genau, mein Name ist Janika Budde, ich bin Projektmanagerin im CAE für das Hochschulforum Digitalisierung und wie der Herr Rampelt eben vor allem dann auch für die Strategieberatung zuständig. Ansonsten haben wir als dritte Person noch Herrn May von der Bauhaus-Universität Weimar mit eingeladen, um ein wenig später aus seiner eigenen Perspektive als Teilnehmer zu berichten. Ich sehe, Herr May ist da hinzugeschaltet, aber kann ihn noch nicht im Video sehen. Herr May, wenn Sie mich hören können, können Sie vielleicht auch kurz Hallo sagen? Ja, hallo, hier aus Weimar. Gut, schönen guten Tag Weimar auch und schönen guten Tag an alle anderen Hochschulen, die hier heute vertreten sind. Wir hatten ja mit ein paar von Ihnen auch schon im Vorfeld Kontakt. Es gab einige Rückfragen, die uns bereits erreicht haben. Und wir würden eben gerne heute noch einmal ein bisschen gebündelt das vorstellen, was wir tun und Ihnen dann auch Fragen beantworten, die im Rahmen des Ganzen aufkommen sollten. Besonders wichtig ist natürlich auch immer die Perspektive der teilnehmenden Hochschule. Deswegen sind wir sehr dankbar dafür, dass Herr May heute auch dabei ist. Wie manche von Ihnen vielleicht wissen, gab es vor einem Jahr auch bereits ein Webinar zur Peer-to-Peer-Strategieberatung. Da haben sich Hochschulen und Peers untereinander ausgetauscht. Das können Sie bei uns auch auf YouTube abrufen. Wir wollen deswegen heute eben mehr den Fokus auf die Informationsweitergabe und die Beantwortung von Fragen setzen. Und 1,5 Stunden YouTube-Video von letzten Jahr können Sie dann gerne auch ganz asynchron noch einmal zu einem anderen Zeitpunkt abrufen. Wir haben für heute eine kleine Agenda geplant. Wir würden gerne ganz kurz noch mal das Hochschulforum Digitalisierung vorstellen, auch wenn das hoffentlich die meisten von Ihnen schon kennen. Wir werden dann die Peer-to-Peer-Strategieberatung kurz vorstellen, die Ausschreibung und auf die Praxisperspektive der Bauhaus-Universität Weimar eingehen. Am Ende haben Sie nochmal die Möglichkeit, Rückfragen zu stellen. Scheuen Sie sich aber nicht, auch bereits während wir sprechen, Ihre Fragen einzutragen und wir versuchen immer wieder darauf einzugehen. Ich weise nochmal für alle, die auch jetzt erst dazugekommen sind, darauf hin. Es gibt rechts im Reiter des GoToMeetings gibt es einen Kasten Fragen. Da können Sie Fragen eintragen. Die werden uns angezeigt als Moderatorinnen und Moderatoren und wir werden dann versuchen, diese zu beantworten. Sie haben als Teilnehmende in diesem Tool leider keine Möglichkeit, direkt mit anderen zu chatten, aber wir versuchen, auf Ihre Fragen einzugehen. Stellen Sie diese bitte zahlreich. Sie können natürlich im Nachgang, wir haben ja noch einen Monat Bewerbungszeit, jederzeit uns auch telefonisch erreichen oder per E-Mail. Wir hoffen aber trotzdem, einen Großteil der Fragen bereits heute beantworten zu können. Gut, dann würde ich kurz das Hochschulforum Digitalisierung vorstellen. Ich hoffe, Sie können alle meine Folien sehen. Frau Budde, nicken Sie vielleicht kurz, wenn das alles angezeigt wird. Ja, das Hochschulforum Digitalisierung ist vor kurzem 5 Jahre alt geworden. Es ist eingerichtet worden, um im Endeffekt eine zentrale Austauschplattform und bundesweite Kollaboration zu ermöglichen zum Thema Hochschulbildung im digitalen Zeitalter. Wir haben uns eine Mission gegeben, die so besagt, das Hochschulforum Digitalisierung orchestriert den Diskurs zu Hochschulbildung im digitalen Zeitalter. Als zentraler Impulsgeber informieren, beraten und vernetzen wir Akteure aus Hochschulen, Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Das ist erst einmal eine sehr weitgehende Mission. Und wichtig ist eben, dass das Hochschulforum Digitalisierung ein Konsortialprojekt ist, in dem sich eben der Stifterverband, das Zentrum für Hochschulentwicklung und die Hochschulrektorenkonferenz zusammengefunden haben, um diesen Diskurs und auch die Umsetzung des Diskurses in Deutschland zu begleiten. Und ich glaube, da sind wir schon einige maßgebliche Schritte vorangekommen in den letzten Jahren. Was eben ganz wichtig ist, ist, dass man diesen Diskurs nicht nur auf der übergreifenden, abstrakten Ebene in Berlin führt, sondern auch in die Hochschulen vor Ort geht und dort gemeinsam sich damit auseinandersetzt, was nun Hochschulbildung im digitalen Zeitalter eigentlich
bedeutet. Wir haben uns vier Arbeitsschwerpunkte gesetzt als Hochschulforum. Einerseits als Geschäftsstelle eine übergreifende Koordinierung. Als Arbeitspaket 2 ist eben das, die Strategieberatung ein Kern der zweiten Phase des Hochschulforums Digitalisierung. Dann ist das Bottom-up-Netzwerk für die Hochschullehre wirklich das, was aus den Hochschulen heraus ganz stark angetrieben wurde in den letzten Jahren. Da werde ich auch gleich noch mal ein Beispiel für eine tolle Idee Ihnen vorstellen, die von Seiten der Lernenden an Hochschulen kam. Und wir vernetzen unterschiedliche Arbeitsgruppen, die sich zu bestimmten Fachthemen austauschen und dazu auch Stellungnahmen, Publikationen und so weiter veröffentlichen. Ich möchte gerne nur zwei Beispiele schnell aufgreifen, die entwickelt wurden in unseren anderen Arbeitspaketen. Unser Netzwerk für die Hochschullehre besteht nun auch schon seit einiger Zeit. Und irgendwann kamen Lehrende im letzten Jahr auf uns zu, haben gesagt, das ist ja toll, dass wir uns austauschen zu innovativer Lehre, aber wir schaffen es trotzdem immer noch nicht, das, was wir tun, eigentlich wirklich sichtbar zu machen. Und da haben dann eine kleine Gruppe von Lehrenden eine Idee entwickelt, die vom HFD aufgegriffen wurde, nämlich ein Community Certificate, das im Endeffekt Innovationen an Hochschulen versucht zu dokumentieren und das Ganze informell, niedrigschwellig besser sichtbar zu machen im Sinne von Portfolios, von Zertifikaten, die es Ihnen ermöglichen, Ihre alltägliche Arbeit und Ihre Innovationen in der Lehre tatsächlich auch besser sichtbar zu machen. Wir haben inzwischen über 300 Lehrende, die sich registriert haben auf dieser Plattform, die seit Februar offiziell läuft. Und ich lade Sie alle herzlich dazu ein, auch noch weiter in Ihrem jeweiligen beruflichen Umfeld dafür zu werben. Es ist ein ganz, ganz spannendes Projekt, das von der HAK maßgeblich vorangetrieben wird. Und wir glauben, dass das wirklich einen großen Mehrwert gerade für die einzelnen Lehrenden vor Ort auch bieten kann. Ein anderes Beispiel für unsere Arbeit sind eben die Arbeitsgruppen. Eine sehr, sehr produktive Arbeitsgruppe des letzten Jahres war die Gruppe zu Curriculum 4.0, wo man sich also hochschulübergreifend, auch stakeholderübergreifend zusammengesetzt hat und sich mal die Frage gestellt hat, was eigentlich Curriculumsentwicklung und Kompetenzen für das digitale Zeitalter bedeuten. Ich habe auf dieser Folie jetzt nur zwei der Publikationen exemplarisch vermerkt. Wenn Sie auf unsere Website schauen, werden Sie sehen, dass diese Arbeitsgruppe noch deutlich produktiver war und es tatsächlich einige sehr, sehr spannende Impulse gibt, inhaltliche Art dafür, wie man eigentlich seine Curricula weiterentwickeln kann. Ganz wichtig ist, in unserer Strategieberatung versuchen wir dann genau diese Impulse auch wieder aufzugreifen und eben mit einzubetten in die Gespräche, die wir vor Ort führen. Ja, Jannika Budde wird Sie jetzt ein bisschen mehr informieren über das Thema, zu dem wir uns heute treffen, nämlich unsere Strategieberatung. Genau, also was ist die Strategieberatung? Sie ist, sie richtet sich vor allem eben an Hochschulen, die wirklich sagen, sie möchten strategisch die Digitalisierung der Hochschulbildung gestalten, die eben daraus auch ja, im Grunde weiterentwickeln wollen, ihr eigenes Profil, die Lehre, wie auch immer, zu verbessern, zu verändern. Und im Grunde haben wir festgestellt auch, es gibt, oder man weiß es ja eigentlich auch so, es gibt keine One-Size-Fits-All-Lösung für alle Hochschulen, sondern jede Hochschule muss da ihren Weg selber zurechtfinden. Und dementsprechend ist, gehen wir nochmal auf die erste Folie, dementsprechend müssen auch alle, wollen wir auch eben einzelne Hochschulen direkt begleiten, bei diesem Strategieprozess. Es richtet sich als als Instrument der Entwicklung dann entsprechend natürlich auch an die Hochschulleitung als die Akteure, die sich zentral mit den strategischen Fragestellungen auseinandersetzen. Und ist hier schon offen, also die Grundannahme oder der Grundansatz dieser Beratung ist eben die Peer-to-Peer, diese Auseinandersetzung dieser kollegiale Austausch zwischen den Hochschulen, einfach, dass es auch schon es genug Untersuchungen dazu gibt, dass man sagt, im Strategieprozess ist einerseits natürlich die interne Expertise der Hochschulen wichtig, die muss auch mitgenommen werden. Auf der anderen Seite schätzen aber auch eben die Hochschulen den kollegialen Austausch für die Weiterentwicklung und auch eben, das wird auch in den das kommt auch in Peer-to-Peer-Prozessen immer wieder hervor, dieser Blick von außen, diese in gewisser Weise
kollegiale Evaluation des Strategieprozesses, der Strukturen, der Ziele, also eigentlich mit Externen dies nochmal zu reflektieren, auch weiterzuentwickeln, ist unheimlich wichtig. Und hier baut eben, wie gesagt, die Peer-to-Peer-Beratung oder Strategieberatung des Hochschulforums Digitalisierung auch auf, indem wir sagen, also dieser Berater, diese Beratung hat eben wirklich erstmal diesen zentralen Peer-to-Peer-Ansatz von Critical Friends, die halt eben die Hochschule betrachten, mit denen zusammen diskutieren. Aber eben wollen wir halt auch in diesem Verfahren eben auch die Hochschule selber zusammenbringen, die verschiedenen Stakeholder und eben nicht nur die Hochschulleitung sozusagen beraten, sondern wirklich das als Anlass schaffen, dass die Hochschulen selber zusammenkommen, darüber diskutieren, wie sie den strategischen Prozess gestalten wollen. Nächste Folie. Danke. Wichtige Elemente der dieser Strategieberatung, also dass, wenn sie jetzt ausgewählt werden würden von uns, wäre ihre erste Aufgabe, eine Projektgruppe zu bilden. Das kann einerseits aus bestehenden Strukturen sein, also wenn Sie schon Strategiekreis, Lenkungskreis, Digitalisierungsbeirat haben, oder darum ist das auch so ein wichtiger Prozess oder ein wichtiger Schritt, ist, dass eigentlich aus dieser Gruppe auch sehr gut sowas wie ein Digitalisierungsbeirat, Expertengruppe, wie auch immer, entstehen kann, also eine auch eine langfristige Einrichtung von an der digitalen, an der Strategieentwicklung interessierten Akteuren. Diese Projektgruppe stellt dann gemeinsam einen Selbstbericht. Das ist einmal natürlich als erster Schritt der Reflexion des Ist-Stands und der Zielstellung, aber eben auch ein wichtiger Meilenstein einfach auch für die Peers, die von uns ausgewählt werden, gemeinsam mit der Hochschule, um die Hochschule kennenzulernen und zu wissen, wo drückt denn eigentlich der Schuh und was kann die Hochschule eigentlich schon in diesem Bereich sehr gut. Zentraler Kern ist dann dieser Beratungsbesuch, der eigentliche Beratungsbesuch, 2 Tage an der Hochschule vor Ort, in verschiedenen Gesprächsrunden, Workshops, eben die Ziele zu betrachten, aber eben auch schon erste Umsetzungsschritte und Herausforderungen anzugehen. Auf Basis dieses Besuchs dann erstellen die Peer-Experten und Expertinnen dann einen Empfehlungsbericht, den wir dann in der Hochschulleitung vor allem erstmal zugänglich machen. Die Hochschulleitung entscheidet dann auch sozusagen als ersten Schritt, was sie damit anstellt. Also wir veröffentlichen davon nichts. Das ist allein Sache der Hochschule, wie sie damit weitergehen oder wie sie damit umgehen will. Und wir möchten eigentlich nur noch am Ende so einen kleinen Actionplan haben von knappen 3-5 Seiten, wo wir einfach nochmal die Hochschule selber festsetzt, was sind jetzt die Dinge aus der Beratungen, die jetzt wirklich umgesetzt werden sollen im nächsten Schritt, was sind die hilfreichen Empfehlungen, dass wir auch nochmal so ein gewisses Feedback bekommen, aber auch im Sinne vielleicht einer gewissen Accountability zu erzeugen, dass da auch natürlich im nächsten Schritt auch was passiert. Genau. Was wir halt noch weiterhin machen in diesem Arbeitspaket 2 für die Strategieberatung, weil wir eben nur insgesamt 18 Hochschulen direkt begleiten können, dass wir natürlich auch Erkenntnisse aus diesen Besuchen entwickeln wollen, die auf andere Hochschulen übertragbar sind, und haben jetzt im ersten Schritt aus der ersten Runde der Peer-to-Peer-Beratung Handlungsempfehlungen abgeleitet in dem Arbeitspapier 38, Hochschulstrategien für die Lehre im digitalen Zeitalter, die auch über unsere Webseite abrufbar ist als PDF-Dokument, in dem wir wirklich über alle alle Actionfelder sozusagen im Strategieprozess schauen und nochmal zu gucken, wo sind nochmal wichtige Empfehlungen, worauf die Hochschulen achten müssen, angefangen wirklich von den Grundlagen des gemeinsamen Verständnisses, was ist eigentlich Digitalisierung an unserer Hochschule, über die Entwicklung von Zielen, die Partizipationsstrukturen, aber eben auch nochmal sehr stark Richtung Umsetzung. Genau das. Und noch so ein weiterer Transfer der Strategieberatung ist dann Ende letzten Jahres entstanden, dadurch, dass wir das Konzept der Peer-to-Peer-Beratung, die ja deutschlandweit ist, eben mithilfe des MWKs Baden-Württembergs auf das Hochschulsystem in Baden-Württemberg anwenden konnten und hier auch nochmal zusätzlich 4 Beratungen dieses Jahr anbieten können.
Gut, herzlichen Dank, Janika. Wir hatten bereits eine erste Rückfrage. Jetzt kommen Schritt für Schritt weitere Rückfragen. Ich gehe erstmal auf die Allgemeinen ein. Die Folien werden im Nachgang zugesandt. Wir sehen auch, die Teilnehmenden können Sie also direkt anschreiben. Wir stellen die Folien aber auch auf unsere Website und es wird eben auch eine Aufzeichnung geben, die wieder auf YouTube verfügbar ist. Ich versuche ein bisschen langsamer und mit weniger Abkürzungen zu sprechen. Dieses Anliegen wurde auch kommuniziert. Melden Sie sich, sollte dies nicht hinreichend geschehen. Die erste konkrete Frage zur Beratung, ich werde darauf auch gleich nochmal explizit eingehen, etwas ausführlicher eingehen, war, ob die Projektgruppe erst nach einer Zusage der Peer-to-Peer-Beratung kommuniziert werden soll oder schon für den Antrag. Sie muss nicht komplett stehen bis zur Zusage. Es hilft aber sicherlich, wie Sie gleich bei den Kriterien sehen werden, ist eine schlüssige Darstellung der Beteiligung aller Akteure wichtig für die Auswahl Ihres Antrags. Das ist ein Kriterium. Dieses Kriterium wird auch gerankt durch die Jury. Das machen nicht wir, sondern das machen auch wiederum Peers von Hochschulen. Das heißt, es hilft sicherlich, wenn Sie schon eine Projektgruppe kommunizieren können, die beteiligt wird, vielleicht auch bereits beteiligt wird in der Antragserstellung. Wir sehen, dass es an manchen Hochschulen oft eine Herausforderung ist, wenn den Antrag eine einzelne Person oder eine einzelne Abteilung schreibt, das dann nach Annahme des Projekts dann in die Breite zu streuen. Das heißt, wenn Sie ein, zwei relevante Akteure auch schon in der Antragserstellung beteiligen können, A und B, direkt auch möglichst viele alle relevanten Akteure nennen könnten, dann hilft das sicherlich im Auswahlprozess, weil wir sehen, am Ende des Tages geht es ja um einen übergreifenden Change-Management-Prozess am Beispiel der Digitalisierung. Und da zeigt sich, dass diese Kommunikationsanlässe für alle relevanten Statusgruppen wichtig sind. Und das muss schlüssig dargestellt werden. Gut, ich würde dann nochmal konkret den Ablauf dieser dritten Runde darstellen, für die wir eben heute auch dieses Webinar ausrichten. Vielleicht nochmal als Hintergrundinformation: Wir befinden uns gerade mitten in der zweiten Runde. Das CAE hat bereits die drei Hochschulberatungen durchgeführt. Wir beim Stifterverband waren bereits an der Bauhaus-Universität Weimar, von der Herr May gleich berichten wird, und werden in diesem Monat noch nach Konstanz zur Beratung gehen und Anfang April nach Bayreuth zur Beratung. Parallel warten wir natürlich ganz gespannt auf Ihre jeweiligen Interessensbekundungen. Wir wissen, dass sich ein paar Akteure auch schon bei den jeweiligen Hochschulen, bei den Alumni sozusagen informiert haben. Auch dazu möchte ich nochmal herzlich anregen. Wir sehen bereits jetzt bei 12 Hochschulen, die teilgenommen haben in 2 Jahren, dass es da ein sehr, sehr starkes Interesse und Wohlwollen gibt, die eigenen Erfahrungen auch mit anderen zu teilen. Wenn Sie also im Rahmen Ihrer Interessensbekundung, im Rahmen der Erarbeitung Fragen haben, wenden Sie sich gerne an uns. Überlegen Sie sich aber auch gerne nochmal, wen Sie eigentlich in Ihrem eigenen Netzwerk haben, der oder die Sie unterstützen könnte. Wir haben für die dritte Runde eine Deadline in ziemlich genau einem Monat, am 15. April. Bis dahin muss über unser Online-Tool, das Sie ja gesehen haben, das ist eine relativ einfach gehaltene Eingabemaske, die Interessensbekundung bei uns eingegangen sein, damit sie dann auch entsprechend berücksichtigt werden kann im Auswahlprozess. Dieser Auswahlprozess erfolgt zwischen Mitte April und Mitte Mai. Wir werden die Unterlagen, die eingegangen sind, entsprechend aufbereiten für eine Jury, die sich zusammensetzt aus dem Lenkungskreis des Hochschulforums Digitalisierung und aus Hochschulvertreterinnen und Vertretern. Das sind sowohl Peers als auch Vertreterinnen und Vertreter von Hochschulen, die bereits teilgenommen haben. Diese werden dann basierend auf den Kriterien, die wir ja in der Ausschreibung kommuniziert haben, eine Auswahl vornehmen und wir werden diese dann eben Mitte Mai bekannt geben. Die 6 Hochschulen, die 2019, 2020 eben nochmal in den Genuss einer Peer-to-Peer-Beratung durch die Peers des Hochschulforums Digitalisierung kommen. Wir werden dann möglichst bald bis Ende Mai, Anfang Juni, also innerhalb der ersten 2 bis 4 Wochen nach der Auswahl, auch direkt versuchen, in die Terminfindung einzusteigen, weil die sich
tatsächlich oft als das Schwierigste zeigt. Wir versuchen hier erst einmal einen terminlichen Rahmen gemeinsam mit der einzelnen Hochschule festzulegen und sprechen erst dann gemeinsam mit der Hochschule tatsächlich mögliche Peers an, also diese 3 bis 4 Expertinnen und Experten, die Sie dann vor Ort besuchen werden und ihre Erfahrungen mit Ihnen teilen, damit Sie eben in Ihrer jeweiligen Arbeit sich weiterentwickeln können. Sie haben als erste Aufgabe nach der Auswahl insbesondere dann den bereits angesprochenen Selbstbericht. Das ist eine interne, vertrauliche Reflexion des Status quo mit einem Ausblick auch hinsichtlich möglicher Perspektiven Ihrer Hochschule. Im Idealfall baut dieser Selbstbericht sehr stark auf dem auf, was Sie im Rahmen der Antragstellung bereits formuliert hatten, aber geht eben noch mal ein deutliches Stück weiter. Und wir haben festgestellt im Austausch mit den Hochschulen, dass gerade dieser Selbstbericht spätestens der Punkt sein sollte, wo eben nicht nur die Einzelakteure als Treiber daran schreiben sollten, sondern wo möglichst schon eine Abstimmung erfolgen sollte. Das ging teilweise bis hin dazu, dass ein Selbstbericht im Senat abgestimmt wurde. Uns ist aber noch wichtiger der partizipative Erarbeitungsprozess. Ich habe dazu gerade die Frage noch erhalten, welche Vorarbeiten bei der Antragstellung vorliegen sollen. Das werde ich gleich bei den Kriterien nochmal mit aufnehmen. Ganz wichtig ist die Peers, die Expertinnen und Experten. Das sind nicht wir, das ist nicht das CHE, das ist nicht der Stifterverband, sondern das sind Mitglieder unserer Hochschul-Community. Teilweise, je nach Bedarf der Hochschule, haben wir auch externe Berater, zum Beispiel von Start-up-IT-Unternehmen, weil die Hochschule sagt, mein Schwerpunkt erfordert es, dass ich auch diesen externen Impuls erhalte. Sie wählen diese Peers gemeinsam mit uns aus. Wir haben eine große Datenbank von über 200 Expertinnen und Experten, versuchen basierend auf dieser Datenbank und den jeweiligen Schwerpunkten der Expertinnen und Experten eine Vorauswahl vorzunehmen, die wir Ihnen vorschlagen. Sie entscheiden am Ende des Tages aber, wer tatsächlich Sie beraten soll. Oft ist es dann auch so, dass Sie auch bereits eine konkrete Vorstellung von Personen haben, die Sie vielleicht aus einem bestimmten Netzwerk kennen, die wir dann gerne auch in dieses Verfahren mit einbeziehen. Wir haben im Dezember im Rahmen unserer Strategiekonferenz dann eine gemeinsame Auftaktveranstaltung für alle teilnehmenden Hochschulen. Das ist ein kleiner interner Kreis, wo es um das Kennenlernen geht, weil uns ja auch wichtig ist, dass Sie auch untereinander als Hochschulen in einem regelmäßigen Austausch sind. Zwischen November 2019 und März 2020 planen wir dann die Hochschulbesuche vor Ort. Wir sind dabei aber auch relativ flexibel. Wir sind jetzt eben auch bis in Anfang April gegangen. Das hängt immer ein bisschen davon ab, wo Sie gerade stehen, welche Aufgaben auch die jeweils zuständigen Akteure noch darüber hinaus zu erledigen haben. Nach diesem Hochschulbesuch versuchen wir innerhalb von circa 6 Wochen Ihnen einen ersten Entwurf des Empfehlungsberichts zukommen zu lassen. Dieser wird von der zuständigen Koordinatorin und Koordinator des HFD gemeinsam mit den Peers geschrieben. Diese haben natürlich einen Großteil ihrer Punkte bereits im Rahmen des 2-tägigen Vorortbesuchs kommuniziert. Und da gibt es dann im Regelfall keine Überraschungen mehr. Man versucht einfach nur nochmal das zu verschriftlichen, was als zentral bereits herausgekommen ist im Rahmen des Vorortbesuchs. Ganz wichtig vielleicht ist auch, dass auf den Selbstbericht bereits vor dem Hochschulbesuch Rückfragen gestellt werden durch die Peer-Expertinnen. Auch das ist oft ein sehr, sehr spannender Schritt, wo man nochmal sieht, was es denn für jeweilig bereits identifizierte Schwerpunkte, Stärken und auch Herausforderungen gibt. Als sozusagen abschließendes Highlight des Peer-Elements gibt es dann noch einen gemeinsamen Workshop, etwa Mitte nächsten Jahres, an dem alle Hochschulen nach Abschluss ihrer jeweiligen Vorortbesuche und im Idealfall auch Erhalt aller Empfehlungsberichte zusammenkommen und untereinander diese 6 Hochschulen sich dann auch nochmal austauschen, was sie jeweils mitnehmen und wie sie insbesondere auch planen, in die Umsetzungsphase zu gehen. Frau Budde hatte ja bereits von diesen Action Plans gesprochen. Es ist natürlich ganz wichtig, dass wir nicht nur ein Blatt Papier haben, das Empfehlungen ausspricht, sondern sie auch sich unmittelbar im Prozess und im Anschluss an den Prozess damit auseinandersetzen, was dies nun konkret für die Umsetzung an ihrer Hochschule vor Ort bedeutet. Wir haben im nächsten Jahr eine große Konferenz des Hochschulforums geplant mit ca. 800 bis 1000 Teilnehmenden.
in Berlin. Da laufen gerade die ersten Planungsschritte bereits und im Rahmen dieser Konferenz wird es dann auch eine formale Zertifikatsübergabe geben. Sie werden mit allen anderen Hochschulen zusammenkommen können. Das sind ja dann 18 Hochschulen, die insgesamt teilgenommen haben. Wir glauben, das wird dann auch nochmal ein großes Highlight, diese 3 Jahre gemeinsam reflektieren zu können und hoffentlich auch möglichst viele Überschneidungen festzustellen. Ich sehe jetzt dazu keine konkreten Fragen. Ich denke, das Wichtigste ist dann tatsächlich nun für Sie, was denn nun eigentlich die Auswahlkriterien sind, die dazu führen, dass Sie ausgewählt werden können für diese Peer-to-Peer-Beratung. Wir haben versucht, das schon mal ein bisschen zu formulieren in der Ausschreibung. Als schlüssiges Gesamtkonzept, klare Herausforderungen und Ziele, passende Vorarbeiten, Nachhaltigkeit der Beratung und überzeugende Maßnahmen zur Beteiligung aller relevanten Akteure und Statusgruppen. Ich versuche kurz mal auf alle 5 Punkte einzugehen. Ein schlüssiges Gesamtkonzept soll einfach zeigen, dass diese Digitalisierungsthematik nicht erscheint als etwas Losgelöstes von dem, womit sie sich als Hochschule allgemein beschäftigen. Wenn Sie zunächst beschreiben, was eigentlich Ihre Hochschule ist, was sie antreibt, was Ihr Profil vielleicht auch ist, dann ist es wichtig, dass das in einem unmittelbaren Zusammenhang steht mit dem, was Sie eigentlich von der Peer-to-Peer-Strategieberatung wollen. Wir sehen sehr, sehr oft, dass es eben nicht die einzelne Digitalisierungsstrategie ist, die entscheidend ist und die Sie vielleicht auch brauchen an der Hochschule, sondern dass es die Einbettung des Themas der Digitalisierung in ihre übergreifende strategische Entwicklung ist, die wirklich den großen Mehrwert darstellt. Und dafür sollen Sie ja auch bereits Schwerpunkte formulieren. Schwerpunkte können sein Anreizsysteme, Weiterbildung, Internationalisierung. Wir haben jetzt auch eine Hochschule, die hat Campusmanagement als einen Schwerpunkt gesetzt, weil sie gesagt hat, gute Lehre kann nur mit gutem Campusmanagement funktionieren. Und das ist alles möglich, solange Sie, und da sind wir eben bei Punkt 2, klar definieren können, warum das nun konkret eine Herausforderung ist für die Digitalisierung in der Hochschulbildung bei Ihnen vor Ort. Sie haben vielleicht auch schon bemerkt, wir sprechen nicht mehr primär von der Hochschullehre, sondern von Hochschulbildung, weil wir glauben, dass diese Herausforderung und die Möglichkeiten der Digitalisierung etwas sind, was über den Kern der Lehre, jetzt Digitalisierung einer Vorlesung, weit hinausgeht, sondern dass es da um Ansätze gibt, die tatsächlich die Hochschule als Ganzes begreifen. Wir sagen aber trotzdem, Ihre Herausforderungen und Ziele für diese Peer-to-Peer-Beratung sollen einen Fokus auf die Hochschullehre haben und andere Leistungsbereiche sollten nur dann eine Rolle spielen, also die Verwaltung, der Transfer, die Forschung, wenn sie einen unmittelbaren Mehrwert für die Weiterentwicklung guter Lehre an Ihrer Hochschule darstellen. Es ist wichtig, dass Sie sich in Ihrem Antrag auch fokussieren. Sie können und werden nicht alles auf einmal lösen können und auch diese Peer-to-Peer-Beratung kann das nicht. Es hat sich bewährt, dass man wirklich versucht hat, sich bestimmte Themen herauszusuchen, die Sie gerade beschäftigen. Ein typisches Beispiel ist eben Internationalisierung und dass Sie sagen, gut, ich arbeite sowieso am Schwerpunktthema Internationalisierung, ich will das nun mit strategischen Ansätzen zur Einbettung der Digitalisierung ergänzen. Es kann auch sein, dass Sie sich damit auseinandersetzen, ob Sie eine neue zentrale Einrichtung für gute Lehre brauchen. Da ist gute, innovative Lehre, ist teilweise durch digitale Technologien natürlich ergänzt, aber die Digitalisierung als solche steht da auch nicht alleine und losgelöst. Sie sollte nie ein Selbstzweck sein, wie Sie sicherlich auch schon oft genug gehört haben. Damit einher geht eben auch die Frage der passenden Vorarbeiten. Sie müssen nicht bereits eine Digitalisierungsstrategie haben. Sie müssen auch noch nicht unbedingt Ihre Lehrstrategie so weiterentwickelt haben, dass sie klare digitale Elemente hat. Sie sollten aber darstellen können, warum Sie zu diesem Zeitpunkt, zum Zeitpunkt Wintersemester 2019 bis Sommersemester 2020, eine Peer-to-Peer-Strategieberatung gebrauchen können, um sich als Institution weiterzuentwickeln mit einem Fokus auf die Digitalisierung in der Hochschulbildung. Und da können Vorarbeiten sein, dass Sie bereits Austauschformate hatten,
in Ihrer Lehrkommission. Da können Vorarbeiten sein, dass Sie bereits eine Digitalstrategie geschrieben haben und diese nun weiterentwickeln, fokussieren wollen. Da können Vorarbeiten sein, dass Sie bereits ganz stark in bestimmten Forschungsbereichen sind und diese nun transferieren wollen in Ihre Lehre. Wichtig ist, dass es eben eine Kontextualisierung dessen gibt, was Sie beantragen und dass wir das Gefühl haben, wir wollen Ihnen ja nichts aufsetzen, sondern dass dieses Momentum der Peer-to-Peer-Beratung jetzt in das passt, in diesen übergreifenden Prozess hineinpasst, den Sie gerade allgemein an Ihrer Hochschule angehen. Deswegen, um auch auf die Frage noch einmal einzugehen, welche Vorarbeiten sollten bei der Antragstellung vorliegen, ist das sehr, sehr abhängig davon, wo Sie gerade in Ihrer Hochschulentwicklung stehen. Und uns ist eben ganz wichtig in der Auswahl auch, wir wählen nicht aus nach gut und schlecht, besonders digital, weniger digital, sondern wir wählen aus nach gut und schlecht, Passung der Vorarbeiten, Passung der Herausforderungen und Ziele. Wir haben Hochschulen in unseren Beratungen, die sind schon sehr, sehr weit. Die setzen sich jetzt mit Themen der künstlichen Intelligenz für die Studienberatung auseinander. Das ist toll und das wurde so formuliert, dass es für diesen Moment passt. Wir haben aber auch Hochschulen, die haben noch fast nichts zum Thema Digitalisierung gemacht. Die haben aber eine ganz spannende Lehrstrategie entwickelt und wollen das jetzt befüttern durch Themen der Digitalisierung. Und das ist uns eben wichtig, dass unsere Peers und wir als Hochschulforum Digitalisierung eben nicht nur für die Leuchttürme da sind, sondern dass diese Beratung für Sie einen Mehrwert an ganz unterschiedlichen Stufen der Auseinandersetzung haben kann. Ob es den tatsächlich hat, sollten Sie für sich entscheiden und sich basierend auf dieser Entscheidung eben auch bei uns bewerben. Und wir freuen uns darauf, wenn wir eben wieder, wie schon in den letzten Jahren, so eine Vielfalt an Anträgen erhalten. Ganz wichtig ist als letztes Kriterium eben auch die Relevanz der Beteiligung aller Akteure und Statusgruppen, die jetzt insbesondere die Lehre betrifft. Es ist oft insbesondere eine Herausforderung, Studierende zu beteiligen. Wir raten Ihnen dazu, bereits in den Austausch mit Studierendengruppen, ob das jetzt Fachschaften sind, das Studierendenparlament, die verfasste Studierendenschaft, in Austausch zu treten, im Idealfall auch bereits im Vorfeld. Teilweise geschieht das über den Senat, teilweise geschieht das über Kommissionen und Ausschüsse, die es bereits gibt. Wichtig ist, Sie sollten beteiligt werden. Es sollten auch, das ist wirklich oft die größte Herausforderung, die Fakultäten beteiligt werden oder Fachbereiche, je nach Hochschule. Es muss ein gemeinsamer Prozess sein, den Sie da angehen, sonst wird das Ganze nicht funktionieren. Beteiligung kann aber auch heißen, dass es eine sehr, sehr kritische Beteiligung ist. Und es ist nichts besser, als in einem Treffen, in einem Workshop dann auch Leute drin sitzen zu haben, die sagen, Digitalisierung, was wollt ihr damit denn eigentlich? Weil es wichtig ist, diese kritischen Stimmen, die einfach die Realität an vielen Hochschulen auch widerspiegeln, die mit einzufangen, sie vielleicht nicht immer an allen Punkten abholen zu können, aber diesen Prozess zu wagen und ihn gemeinsam anzugehen. Und deswegen ist es für uns wichtig, dass Sie das im Antrag eben auch schon ansatzweise deutlich machen, dass Sie eben eine Idee haben, wie Sie Statusgruppen beteiligen. Wir haben jetzt eine Hochschule, die beteiligt sogar den Hochschulrat, weil der Hochschulrat so begeistert war, also die externen Unternehmensvertreterinnen und Vertreter werden jetzt an einem Workshop an der Uni mit dabei sein. Das ist toll, aber das muss jetzt auch nicht unbedingt geleistet werden. Schauen Sie einfach, je nachdem, wie Sie als Hochschule dastehen, wer bei Ihnen die Treiber sind und wer insbesondere die Nutzerinnen und Nutzer sind, dass diese Akteure dabei sind und dass Sie das schlüssig darstellen können. Um nochmal auf die Frage von zu Beginn eingehen zu können, das muss nicht heißen, dass die Projektgruppe schon final steht in der Antragsphase. Sie muss spätestens dann aber schnell einberufen und sichergestellt werden, wenn es um die Erstellung des Selbstberichts geht. Das heißt, wenn Sie sich überlegen, der Selbstbericht müsste im Juni angegangen werden, dann ist es auch bereits jetzt Zeit, sich mal aktiv damit auseinanderzusetzen, wie man denn da eigentlich mitnehmen kann für den Prozess. Der Prozess ist ja eigentlich Ihr Prozess und die Peer-to-Peer-Beratung ist nur ein Impuls, ein Kommunikationsmomentum, das wir damit hineinbringen und vielleicht noch das eine oder andere Beispiel guter Praxis und die eine oder andere Struktur, die wir gemeinsam für diesen Prozess entwickeln. Ja, ich sehe in den Fragen im Moment
keine weiteren Fragen. Sollten Sie jetzt zu diesem Teil noch Fragen haben, schreiben Sie gerne weiter und wir gehen einfach später nochmal darauf ein. Jetzt freuen wir uns ganz besonders, Herr May, dass Sie auch dabei sind, um jetzt, ich habe natürlich viel abstrakt und theoretisch erzählt, um mal zu berichten, wie das denn für Sie eigentlich so war, von der Antragstellung hin bis zur jetzigen Zeit, wo Sie darauf warten, dass hoffentlich bald ein Empfehlungsbericht von uns kommt. Ja, Sie haben den entscheidenden Satz schon gesagt. Wir sind da noch mittendrin. Das heißt, ich kann jetzt auch nur über Work in Progress berichten und noch nicht über ein komplett durchlaufenes Verfahren. Sie haben ja vorhin mal den Ablauf gesehen. Also wir sind inzwischen, ich würde sagen, in der Mitte des Verfahrens. Wir haben unsere internen Prozesse soweit abgeschlossen. Es gab ein sehr beeindruckendes Event, nämlich den Hochschulbesuch. Zwei intensive Tage des Austauschs, sowohl intern als eben auch mit den Peers und den Akteuren vom Hochschulforum Digitalisierung. Und in der Tat warten wir jetzt natürlich noch auf den Bericht. Und Sie kennen das alle aus Evaluationen. Da sagt man immer, na ja, ich kenne ja noch nicht ganz das Ergebnis. Also zum jetzigen Zeitpunkt würde ich sagen, es hat sich absolut gelohnt, diese auch Mühen, Sie haben es ja gesehen, ne, es ist viel dabei, diese Mühen auf sich zu nehmen. Und wir haben zu irgendeinem Zeitpunkt gesagt, als wir mitten in der Erstellung dieser Selbstreflexion waren, eigentlich haben wir bereits zum jetzigen Zeitpunkt etwas ganz Grandioses für uns erreicht, weil die Fragen, die uns gestellt werden in dieser Selbstreflexion, die haben uns tatsächlich schon ganz viel selbst geholfen, unabhängig davon, dass eben dann noch Rückfragen von den Peers kamen, beziehungsweise, dass wir uns natürlich die eine oder andere Sache dann auch konkret vorgenommen haben an den zwei Tagen. Und was wir auf jeden Fall auch als sehr gewinnbringend erlebt haben, ist, dass das Agenda-Setting für diese zwei Tage auch gemeinsam verabredet wird. Das heißt, wir hatten viele Möglichkeiten, dort unsere Ideen mit einzubringen und haben das also auch aktiv genutzt und gerade den zweiten Tag sehr interaktiv durchgeführt. Und haben also im Nachgang auch eine kleine Mini-Evaluation durchgeführt mit vier Fragen zu dem, was bleibt und zu dem, was eben die Beteiligten auch nach diesem intensiven Austausch über das Thema Digitalisierung und Studium und Lehre an unserer Universität denken. Und dort ist eben deutlich geworden, also genau dieses intensive Beschäftigen mit dem Thema und aber auch das Spinnen von Ideen, das fanden viele hilfreich, weil sie, glaube ich, gemerkt haben, dass es eben in der Tat bei Digitalisierung um ein Lösungsinstrument geht und nicht um einen Zweck an sich. Also es ist viel deutlicher geworden. Wir haben dort uns Herausforderungen überlegt und uns dann dazu natürlich auch Gedanken gemacht, inwieweit können hier digitale Werkzeuge eine Hilfestellung bieten, um eben möglicherweise weiterzukommen als ohne sie. Und ich würde mal sagen, dieses auch, also zum einen iterative, aber zum anderen eben auch sehr kreative und perspektivenreiche Herangehen, das hat jetzt dazu auch beigetragen, dass deutlich mehr Akteure als vorher gesagt haben, wir sind dabei bei diesem Prozess und möchten den gerne auch weiter aktiv mitgestalten. Also das heißt bis hierhin für uns wirklich sehr lohnenswert. Wir sind jetzt gespannt auf den Bericht. Wir sind gespannt natürlich dann auch auf den Austausch unter den sechs beteiligten Hochschulen nochmal mit dem Hochschulforum. Und ja, vielleicht noch mal was zum Anfang. Also wir haben uns vor einem Jahr auch recht spontan entschieden, mitzumachen. Und der Hintergrund bei uns
war einer der Gründe, die jetzt auch gerade schon von Herrn Rampelt genannt wurden. Nämlich, wir haben gesagt, wir haben eine Lehrstrategie, wir möchten diese Lehrstrategie gerne weiterentwickeln. Wir wollen bewusst nicht weitere Teilstrategien entwickeln, also nicht jetzt noch eine Digitalstrategie für die Lehre oder Ähnliches. Aber uns ist eben auch nicht klar gewesen, wie können wir das eigentlich gut einbetten und wie gelingt es uns überhaupt erstmal zu einem guten Austausch über das Thema Digitalisierung und Studium und Lehre in der Universität zu kommen und eben auch einen, sagen wir mal, einen guten Stand gemeinsam reflektieren zu können. Und ich denke, es ist natürlich möglich, einen solchen Prozess aufzusetzen und durchzuführen, auch ohne das Hochschulforum Digitalisierung und seine Beratung. Das sind ja klassische Prozesse, die wir bei verschiedenen Themen, denke ich, auch alle kennen. Aber es ist natürlich eine unglaubliche Hilfestellung, bei einem solchen Prozess ein Stück weit begleitet zu werden, dann eben auch Terminsetzungen zu haben. Das darf man nicht vergessen. Und natürlich auch zu wissen, da kommen interessierte Gäste zu uns und wollen sich mit uns austauschen. Und denen wollen wir natürlich auch die Dinge zeigen, die wir tun, und denen wollen wir die Fragen stellen, die wir tun. Und in der Regel ist es eben oft so, das ist ja das Phänomen von Beratung, dass externe Impulse nochmal anders wahrgenommen werden, als wenn möglicherweise dieselbe Aussage von einem internen Akteur getroffen wird. Und für uns war es, glaube ich, dann auch ziemlich schnell klar, wir möchten das breit aufstellen. Wir haben also uns deshalb entschieden, nachdem dann die Arbeitsgruppe auch bestimmt war unter der Leitung einer Vizepräsidentin, bei uns einer Vizepräsidentin für Internationalisierung und Digitalisierung, dass wir eine qualitative Befragung von Professoren und Professorinnen aller vier Fakultäten machen. Das war ein sehr aufwendiger Prozess, aber das war eben Teil dieser Status Quo-Beschreibung, die, glaube ich, auch für den nachfolgenden Arbeitsprozess unglaublich wichtig war, weil man damit ein Stück weit weg war von, sagen wir mal, individuellen Einschätzungen, die jetzt jeder Akteur natürlich in so eine Arbeitsgruppe mitbringt. Und danach war, glaube ich, der Prozess der Erstellung dieser Selbstreflexion, wie ich das vorhin schon sagte, ein ganz spannender. Wir haben zwei Workshops dazu gemacht. In dem ersten Workshop haben wir uns eben intensiv mit dem Status Quo beschäftigt. Das war spannend zu sehen, wie viele Akteure dann eben plötzlich auch großes Interesse hatten, dass also auch ihre Aktivitäten gesehen werden und dort vorkommen. Und bei dem zweiten Workshop sollte es dann stärker um die Perspektiven gehen. Und dort haben wir gemerkt, dass wir vielleicht als Gruppe die Universität und, sagen wir mal, die akademischen Gremien der Universität ein Stück weit überfordert hatten. Also die Gruppe war, glaube ich, schon etwas zu weit vorgeprescht. Und deshalb haben wir dann auch noch mal ein Stück zurückgeschraubt. Also wir haben gesagt, wir wollen jetzt nicht schon im Rahmen dieses Prozesses quasi die Lehrstrategie komplett weiterentwickeln und das auch zum Hauptthema machen, sondern wir setzen tatsächlich nochmal einen Schritt zurück und schauen uns zunächst an, was trägt eigentlich eine solche Diskussion. Und das ist natürlich die gemeinsame Auseinandersetzung, ein gemeinsames Verständnis. Und diese Definition und vor allem natürlich auch, sagen wir mal, die verschiedenen Auseinandersetzungen damit, die haben wir dann in den Mittelpunkt gestellt und haben uns aber andererseits gefragt, an welchen konkreten Schritten können wir weitergehen, und haben diesen doppelten Prozess auch quasi zum Thema des Hochschulbesuchs gemacht. Und ich würde sagen, dass wir damit ganz gut gefahren sind. Aber Herr Rampelt hat ja schon gesagt, dass
liegt natürlich in jeder Hochschule selbst, wie man da vorgeht. Das hat was mit den Voraussetzungen zu tun und natürlich auch mit ihren individuellen Zielen. Ich will damit nur sagen, als ein Fall von 6 der zweiten Runde, es ist also durchaus denkbar, auch noch zwischen Interessenbekundung und Erarbeitung der Selbstreflexion weitere Überlegungen anzustellen und das Ganze, also diesen Prozess auch selbst nochmal nachzusteuern. Wunderbar, herzlichen Dank, Herr May. Es gab auch direkt noch einmal eine Rückfrage zu Beginn zu Ihrer, nee, Sie brauchen noch nicht verschwinden, Sie können gerne wiederkommen. Es gab noch eine Rückfrage eben zu dieser Gestaltung der Formate. Die Frage ist, wie frei ist die Hochschule bzw. das interne Projektteam in der Gestaltung der Formate des partizipativen Beratungsprozesses? Vielleicht wollen Sie dazu noch mal kurz was sagen und dann können wir vielleicht, Janika, auch noch mal was dazu sagen. Also es gibt mehrere Vorschläge, die uns mit zugesandt wurden. Und daraus ging hervor, Herr Rampel, Sie korrigieren mich, falls ich das falsch wiedergebe, dass es natürlich bestimmte Treffen mit wichtigen Akteuren der Hochschule geben soll. Also es war ganz klar, natürlich ein Auftakttreffen mit der Hochschulleitung, natürlich ein Treffen mit der AG, die diesen Prozess trägt und natürlich auch unbedingt ein Treffen mit Lehrenden und mit Studierenden. Aber darüber hinaus waren wir dann doch relativ frei, Vorschläge zu unterbreiten, wer also unserer Meinung nach da ein guter Akteur auch sein könnte. Wir hatten uns eben dann zum Beispiel bewusst entschieden, dass es jetzt nicht nur die 4 Fakultätsleitungen sein sollen, sondern dass wir auch Studiengangleiter mit einladen. Und wir hatten uns eben auch überlegt, dass wir bereits bei dem Treffen mit der Hochschulleitung auch Akteure aus der Arbeitsgruppe mit hinzunehmen, um quasi die Diskussion von Anfang an auch sofort zu befeuern. Und das hat unserer Meinung nach auch so ganz gut funktioniert. Der zweite Tag des Hochschulbesuchs, so habe ich es verstanden und so haben wir es dann ja auch umgesetzt, ist eigentlich komplett frei. Es gibt ein abschließendes Gespräch mit der Arbeitsgruppe und ein abschließendes Gespräch mit der Hochschulleitung. Und alles andere liegt wirklich in der im Spielraum, der hier zur Verfügung steht. Und den haben wir eben in der Tat intensiv genutzt. Wir haben gesagt, wir möchten das von morgens bis zum Nachmittag interaktiv gestalten. Und waren also wirklich auch absolut erstaunt, wie gut das in der Universität angekommen ist und angenommen wurde. Also wir hatten erst Angst, dass ein so langes Format abschreckt, aber das Gegenteil war der Fall. Es waren jetzt zwar nicht alle durchgängig da, aber die Leute haben die Möglichkeit, sich intensiv auszutauschen, sehr gern und sehr engagiert genutzt. Janika, vielleicht magst du gleich noch zu den Hochschulen, an denen du warst, berichten. Ich mag vielleicht einfach kurz noch mal Weimar ergänzen. Das war tatsächlich, also wie gesagt, wir sagen immer, bestimmte Gespräche sollte es geben. Manche Gespräche zum Beispiel mit Studierenden auch durchaus mal nur mit einer bestimmten Statusgruppe, um einfach auch eine bestimmte Vertrauensgrundlage zu haben. Aber wir sind mit dem zweiten Tag in Weimar ein großes Risiko eingegangen. Das war so eine Art Zukunftswerkstatt von Anfang bis Ende mit teilweise wirklich über 30 Teilnehmenden, die dann interaktiv an unterschiedlichen Arbeitsorten gearbeitet haben, gewechselt sind, ganz kreative Visionen entwickelt haben und es war aber unglaublich produktiv. Das hat für die Bauhaus-Uni Weimar einfach hervorragend funktioniert, weil sie auch eine bestimmte Kultur hatten, die wir so wahrgenommen haben. Klar, man sieht sich ja auch als kreative Universität. Und wir sehen jetzt, dass andere Hochschulen das auch aufnehmen. Wir nutzen diese Zukunftswerkstatt auch als ein Beispiel für andere. Das hängt aber wirklich von Ihnen ab. Sie sind dafür verantwortlich am Ende des Tages, dass es Formate gibt, die zu Ihren internen Stakeholdern passen. Die Peers können sich anpassen. Wir als Hochschulforum können uns anpassen. Die Moderatorin, der Moderator können sich anpassen. Wichtig ist, dass Sie einen Weg finden, gemeinsam mit uns
der ihre Leute abholt, aber auch zur produktiven Kreativität ermutigt, sodass die Leute, so wie das jetzt in Weimar wirklich ganz toll geschehen ist, dass die Leute nicht nur sich beteiligen, sondern auch mit einer richtigen zusätzlichen Motivation herausgehen und sagen, okay, ich will jetzt wirklich was machen und gegebenenfalls sich auch in den unterschiedlichen Gremien, AGs und so weiter, die es gibt, noch weiter, weiter damit auseinandersetzen wollen und es eben ein Impuls ist und nicht nur eine Anwesenheitspflicht. Vielleicht auch dazu nochmal ergänzend, also diese, diese Vorschläge, die wir, die Herr Mayer erwähnt hat, die wir halt auch mit dem Selbstbericht oder mit dem Leitfaden zum Selbstbericht geben, das sind auch ein stammen im Grunde aus Erkenntnissen der ersten Runde, was hat gut funktioniert, was war wirklich notwendig auch für diesen Prozess. Wir würden das, glaube ich, auch nochmal für die zweite Runde sozusagen oder für die dritte Runde mit Erkenntnissen der zweiten Runde nochmal ein bisschen überarbeiten und gucken, ja wirklich, was waren die Dinge, die gut funktioniert haben, die wirklich viele Erkenntnisse gebracht haben, also gerade sowas wie eine Gesprächsrunde wirklich nur mit den Studierenden, ohne Hochschulleitung. Das war auch an einer Hochschule, die ich betreut habe, wahnsinnig produktiv, ja nochmal gezeigt haben, was sind wirklich die Schwerpunkte, die die Hochschule setzen soll in ihrem Strategieprozess. Und ansonsten, wie schon gesagt, es geht natürlich auch bei diesem Beratungsbesuch immer um die Bedürfnisse der Hochschule, die beraten wird. Wir sehen da eigentlich auch unsere Aufgabe, auch nochmal hinzuweisen, wenn wir sehen, da fehlt noch wirklich was Wichtiges oder ja, es müssen noch irgendwie Themen sozusagen mitbehandelt werden. Dann wir schlagen vor, vielleicht nochmal eine Gesprächsgruppe zu berücksichtigen. Auch die Peers können auch nochmal Feedback geben auf die Planung. Aber im Grunde steht es von Seiten der Hochschule. Und dass darum geht, dass die Hochschule wirklich definiert, was wollen sie behandeln zusammen mit den Peers. Und auch gemeinsam mit den weiteren Stakeholdern der Hochschule. Also darum geht es ja dann auch. Genau, gut. Herr May, dann erstmal Ihnen herzlichen Dank dafür. Ich nehme an, Sie werden auch auf der einen oder anderen Veranstaltung des Hochschulforums Digitalisierung sowieso dabei sein, noch 2019, 2020. Ich kann Sie alle Teilnehmenden an diesem Webinar nur dazu ermutigen, auch in den persönlichen Austausch zu treten, ohne Herrn May jetzt von der Universitätsentwicklung der Bauhaus-Uni Weimar zu sehr abzuhalten. Aber der Kern ist eben das Voneinanderlernen innerhalb der Hochschule und zwischen den unterschiedlichen Hochschulen. Ich würde gerne noch einmal kurz darauf hinweisen, dass wir ja auch auf unserer Website bereits einige Informationen zur Verfügung stellen. Wir haben eine allgemeine Seite zur Strategieberatung. Wir haben die Ausschreibung natürlich veröffentlicht und diese veröffentlicht in Verbindung bereits mit einem allgemeineren Leitfaden. Sie erhalten dann noch einmal einen deutlich ausführlicheren Leitfaden, wenn Sie denn ausgewählt worden sind. Und wir haben auch eine FAQ-Seite, wo einige Fragen beantwortet werden. Ansonsten würde ich Sie bitten, wenn es jetzt für den Moment noch Rückfragen gibt, diese jetzt zu stellen im Fragetool. Gut, dann sehe ich jetzt für den Moment keine weiteren Rückfragen von Ihrer Seite und würde sagen, sollten doch noch weitere aufkommen, wie es ja sehr oft der Fall ist und Teil unseres täglichen Brots ist, dann melden Sie sich sehr, sehr gerne bei Frau Budde oder bei mir. Wir haben unsere Kontaktdaten ja auch auf der Website zur Verfügung gestellt. Sie sehen sie auch hier noch einmal. Wir mögen Sie auch immer wieder sehr gerne dazu anregen, uns auch auf den unterschiedlichen Social-Media-Kanälen zu folgen, wenn Sie das nicht sowieso bereits tun und darüber zum Beispiel von diesem Webinar erfahren haben. Wir freuen uns auf jeden Fall über möglichst vielfältige und viele Bewerbungen und wir unterstützen Sie sehr, sehr gerne in diesem Prozess. Ah ja, jetzt kam doch noch eine Frage, sehe ich. Mit wie viel Zeit ist für die Koordination zu rechnen? Herr May, wollen Sie diese Frage vielleicht noch einmal kurz beantworten? Die lässt sich leider nicht kurz beantworten. Also der Prozess ist natürlich über
ja, man muss sagen, ein Jahr laufend. Allerdings gibt es eben Phasen, in denen da deutlich mehr zu tun ist. Eine Phase erleben Sie jetzt gerade. Sie entwickeln diese Interessenbekundung. Dann hatten wir eben eine Phase um die Etablierung der Projektgruppe, als es darum ging, eben Akteure anzufragen, das erste Treffen vorzubereiten, eben die Befragung auszuwerten und damit die Arbeitsgruppe auch ins Laufen zu bringen. Und dann natürlich die jeweiligen Schritte, um zu der Selbstreflexion zu kommen. Also das sind schon jedes Mal Arbeitsschritte gewesen, wo ich jetzt sagen würde, das passierte nicht nur nebenbei. Ja? Und wir haben einiges versucht, natürlich auch auf mehrere Schultern zu verteilen, dass das jetzt nicht nur bei mir anlandete. Und ich kann nur dazu raten, bei der Vorbereitung eben tatsächlich mit einem Workshop-Format oder mit einem Fragebogen-Format zu arbeiten, das also nochmal zusätzlich dazu einlädt, weitere aktiv zu beteiligen. Also nur mit Abfragen kann ich das nicht raten. Insgesamt wird es mir jetzt echt schwer fallen zu sagen, wie viele Personentage das sind. Das würde man sicher herausfinden, wenn man sich da mal Mühe gibt und Zeit nimmt dafür. Aber ich würde sagen, zu den drei Hauptterminen, zumindest bei uns, Vorbereitung der ersten Gruppensitzung und dann die beiden vorbereitenden Workshops und dann noch die Vorbereitung des Hochschulbesuchs. Das war jedes Mal bestimmt ein paar Tage Arbeit, was da dran hing. Ja, ich möchte einen Punkt noch einmal betonen, den Herr Mayer auch gesagt hat, es geht nicht einfach so nebenbei. Also wenn Sie diesen Prozess machen, dann machen Sie den, weil er Ihnen in Ihrer Arbeit derzeit hilft, Sie weiterbringt und dann ist es eben auch möglich und notwendig, diese Ressourcen, das sind schon einige Arbeitstage, entsprechend zur Verfügung zu stellen. Also es kann dann nicht die große Überraschung geben, Sie werden ausgewählt und man muss sich erst überlegen, kann ich das nun tatsächlich leisten. Das ist ganz wichtig als Vorarbeit, mit der entsprechenden Ernsthaftigkeit da heranzugehen. Und dann ist es Arbeit, aber wie die Erfahrung wäre jetzt, ich denke, das kann ich durchaus selbstbewusst sagen, ist, dass es eine sehr, sehr lohnende Arbeit ist, die eben für die Hochschulen, die wir bisher begleitet haben, eben einen Mehrwert in dem, was sie sowieso tun, bietet. Es darf niemals etwas künstlich Aufgestülptes sein, was man noch zusätzlich macht, sondern es muss das begleiten, was sowieso läuft und dann eben auch die entsprechenden Personal, Zeitressourcen einfach als eine Selbstverständlichkeit mit sich bringen. Also vielleicht noch ergänzend auch von mir, wir haben ja auch die Erfahrung gemacht, dass das auch auf mehrere Schultern verteilt worden ist, aus dem Selbstbericht. Wir stehen natürlich auch jederzeit gerade in dieser Phase des Selbstberichts telefonisch auch zur Verfügung, wenn Nachfragen da sind, auch relativ, ich habe das auch zum Teil relativ spontan. Aber ich habe auch gemerkt, ich wurde auch von einer Hochschule von verschiedenen Personen angerufen. Also das wirklich zu verteilen und zu gucken, wer kann jetzt zu diesem einen Teil besser schreiben, was die Daten herausfinden und nicht, dass eine Ansprechpartnerin, ein Ansprechpartner jetzt durch die ganze Hochschule tingeln muss und die Informationen sozusagen abgrasen muss oder dass alles immer durch das eine Nadelöhr läuft, sondern da ist einfach der Tipp auch zu gucken, wirklich mehrere Personen da wirklich mit einzubeziehen. Das ist richtig. Wichtig ist dennoch, weil das ist nicht immer einfach, dass es eine Person gibt, die verantwortlich ist und am Ende des Tages auch dafür gerade steht, dass intern der Prozess läuft und extern die Kommunikation mit uns. Das ist direkt, wenn Sie quasi ausgewählt wurden, werden Sie als erstes gebeten, die zuständige Koordinatorin, den zuständigen Koordinator zu benennen. Da braucht es eine Person, die am Ende auch die Verantwortung trägt. Das ist teilweise dann eine Vizepräsidentin oder ein Vizepräsident, zumeist aber eben eine Person in einer Stabsstelle, eine zentrale Einrichtung, Universitätsentwicklung, wie das jetzt in Weimar war. Und das braucht es schon auch. Es ist noch eine Frage aufgekommen zu Formalitäten des Antrages, 5 Seiten formlos. Ich würde sagen,
Es gibt keine Präferenzen zu Schriftgröße etc. Machen Sie das nach bestem Wissen und Gewissen. Es gibt ja doch gewisse Standards, je nachdem, ob man jetzt Arial oder Arial Narrow nutzt, so dass es halt normal aussieht und gut lesbar ist. Also, keine Ahnung, Schriftgröße 12 mit 1,5 Zeilenabstand ist, glaube ich, etwas ganz Typisches. Sie können da aber durchaus ein bisschen flexibel und kreativ sein und wir werden auch nicht die Zeichen zählen oder jetzt, weil es 5 oder 6 Seiten sind, Ihren Antrag ablehnen. Es wird auf keinen Fall eine formale Ablehnung geben, weil so etwas nicht eingehalten wird. Worum es wirklich geht, sind die Inhalte, die prägnant dargestellt werden sollen und die Formate, da können Sie ja bereits sich entsprechend Ihrer jeweiligen Hochschulkultur und Ihres Profils auch selbst ein bisschen spielen. Genau, wo wir einmal nochmal genauer drauf schauen, ist, dass die Anträge auch von der Hochschulleitung unterschrieben sind. Aber da würden wir auch dann nicht die einfach sozusagen in den Mülleimer werfen, sondern auch nochmal zurück an Sie spiegeln. Aber es wäre schon schön, wenn das wirklich von Anfang an wäre, dass auch wir sehen, Ihre Hochschulleitung die Hochschulleitung ist, der Antragsteller, die Antragstellerin dieser Interessensbekundung und ist dementsprechend auch in den Prozess mit eingebunden. Genau, Hochschulleitung bedeutet entweder die zuständige Vertreterin für ein bestimmtes Thema, also Vizepräsidentin, Vizepräsident oder Rektor, wie auch immer es bei Ihnen jeweils heißt. Das ist sozusagen für die Antragstellung zentral, dass ein Mitglied der Hochschulleitung sich auch durch diese Unterschrift dazu verpflichtet, dafür einsteht. Was wir auch als Erfahrung gemacht haben und gerne tun im Vorfeld eines Beratungsbesuchs, ist, dass es ein kurzes Telefonat der Moderatorin, des Moderators von unserer Seite mit dem Präsidenten oder der Präsidentin, dem Rektor, der Rektorin gibt. Also tatsächlich auch der Person, die den Laden führt, einfach um kurz da nochmal kurz sozusagen ein Statement abzuholen, wo stehen Sie eigentlich und nicht einen Überraschungsmoment zu haben, wenn es dann dieses Treffen vor Ort gibt. Das ist dann auch ganz informell, 5-minütiges Telefonat, auch das hat sich bewährt, einfach um kurz nochmal sicherzugehen, wir haben ein Verständnis davon, was auch sich wirklich die Person, die Hochschule als Einzelperson leitet, was sie sich erwartet von diesem Prozess. Gut, ich sehe keine weiteren Fragen. Dann würde ich sagen, herzlichen Dank für Ihre zahlreiche Teilnahme. Wir würden Ihnen, wie bereits angekündigt, die Präsentation auch per E-Mail zukommen lassen. Wir haben Zugriff auf die E-Mail-Adressen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer, werden die Präsentation aber auch noch online stellen und auch eine Version dieses Webinars, das wir mit aufgezeichnet haben, da wir bereits im Vorfeld auch einige Rückfragen erhalten haben von Kolleginnen und Kollegen, die jetzt live nicht teilnehmen konnten, sich das dann aber auf YouTube ansehen können. Ich danke Ihnen vielmals, wir danken Ihnen vielmals. Bleiben Sie in Kontakt mit uns, melden Sie sich bei uns, wenn Sie Fragen haben. Ganz besonders herzlichen Dank an Herrn May für auch Ihren Praxisbericht. Ich freue mich sehr auf den weiteren Prozess, kann ich hier auch schon einmal sagen. Und wir freuen uns sehr über viele weitere Hochschulen, die sich mit uns gemeinsam auf den Weg zur sinnvollen Nutzung der Digitalisierung in der Hochschulbildung machen wollen. Vielen Dank, einen schönen Nachmittag Ihnen allen noch und bis bald.